Aber so schaut er eigentlich gar nicht aus. Nein, also ich habe eher das Gefühl, der muss in frühester Jugend so dünn gewesen sein, dass er sich hinter einer Klarinette umziehen hat können. Ja, das glaube ich aber auch. Sie sind wahnsinnig sympathische Burschen. Ja, darum sind sie ja die Kultband aus dem Osten Deutschlands. Und wir freuen uns, dass sie zum allerersten Mal bei Immer wieder sonntags zu Gast sind. Ja. Ihr Titel, unser Schiff, hier sind die Pudis. Aus dem Osten Deutschlands. Einen riesigen Applaus für die Pudis! Oh, Zugaberufe bei Immer wieder sonntags.